Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer und Burgbewohner. Hier ist euer Tastenhauer zurück bei der Dynastie der Apaden, zurück bei Dänisch, der, ja, doch inzwischen ein bisschen, tja, wie soll man sagen, angewidert ist von dem, was er da eigentlich tun muss. Er musste sogar, die sehen wir jetzt hier nicht im Bild, seine eigene Mutter unter Hausarrest stellen, weil sie, ja, ihren Ehemann Apat, den zweiten, betrogen hatte. Ja, und dann hatten wir uns überlegt, was machen wir eigentlich mit Saul und mit diesem anderen namenlosen Gefangenen, die bei uns jetzt im Kerker schmachten. Und wir haben beschlossen, unter der weisen Anleitung unseres Champions Abel, auf dem wir so gerne hören, dass wir sie dort erst einmal eine ganze Zeit lang verrotten lassen werden. Und das freut ihn auch sichtlich, denn er ist ein bekannterer, gescheiter Folterer. Das heißt also, er probiert auch gerne mal neue wissenschaftsbasierte Methoden. Nein, natürlich nicht, keine evidenzbasierten Methoden, aber er probiert gerne mal neue Methoden im Bereich der Folter aus. Und ja, das kriegen jetzt Saul und sein namenloser, unbedeutender Kollege am eigenen Leib zu spüren. So sieht es derzeit aus. Dann haben wir natürlich noch diesen ominösen Krieg hier im Gang, der uns hier so viel Ärger bereitet mit der Walachei, einfach weil der walachische Herrscher immer noch der Meinung ist, wir wären schwach. Ich kann auch verstehen, warum ein 10-jähriger Herrscher, der jetzt hier die eigene Mutter eingesperrt hat, hier seinen nächsten Erben eingesperrt hat, der sieht auch super schwach aus. Aber wir sind nicht super schwach. Wir wehren uns nach Leibeskräften hier. Eine Sache, die wir hier aber noch in diesem eigenen Krieg unserer Vasallen machen können, habe ich festgestellt. Und zwar ist Peter ja unser Opfer. Also wir sind der Quälgeist von Peter. Und Peter soll jetzt hier abgesetzt werden. Ich weiß nicht, was er getan hat. Wahrscheinlich sieht er einfach nur falsch aus für seine Kriegsgegner hier. Und wir können diesen Gegnern nicht beitreten, wir können ihnen nicht helfen, aber was wir machen können, wir können Peter noch weiter quälen, indem wir, ja, Peter von ihm eine Kapitulation im Vasallenkrieg verlangen, die er eventuell annimmt, aber auch nur unter bestimmten Bedingungen. So ganz genau wissen wir das nicht, er könnte auch etwas fordern. Aber bevor wir das machen, soll er erstmal seine Hauptfestung hier verlieren in 4 Tagen und dann werden wir das hier beschließen. Denn jetzt wurde Cousine Xenzi gefangen genommen und meine Cousine Erika. Okay, das sind Cousinen hier von uns. Ah, Stiefvater Apat hat sie beide gefangen genommen. Ja, und jetzt, liebe Leute, jetzt sollte das möglicherweise mit mehr Druck geschehen können, hier die Kapitulation zu verlangen. Denn er hat jetzt gerade seine Hauptstadt verloren. Er ist noch nicht down, aber er ist schon ziemlich geschwächt. Wir schicken mal die Forderung. Der Vorteil wäre nämlich, dass dieser ganze Krieg frühzeitig vorbei ist und wir jetzt erstmal in Ruhe hier uns aufstellen könnten, um dann gegen diese Truppen hier vorzugehen. Mal sehen, ob das so funktioniert. Wir müssen mal gucken. Schauen wir mal, ob das jetzt ein Ding ist oder eben nicht. Nein, er ist stur. Gäbe ich auf, würde ich zu viel verlieren. Ich möchte nicht ungehorsam sein, doch Häuptling Loring zwingt mich zu diesem Handeln. Wir verlieren 75 Prestige, ehrlich? Also Peter, der geht uns echt hart auf die Nerven. Der ist hier nur am Losen. Und statt, dass wir uns mal vereinigen gegen diesen Gegner hier, macht hier jeder, was er will. Das wird sich zu den Zeiten ändern, in denen Dänisch erwachsen wird. Das kann ich euch schon mal sagen. Der Temesh wird belagert und wieder nicht. So, nochmal der Kinderprediger. Schon wieder dasselbe Ereignis. Okay. Mit unserer Freundin Jolan. Tja, jetzt haben wir nur noch 2 Optionen. Ich würfel das wieder aus. Das ist für mich immer noch nicht entscheidbar. Ich meine, wir sind zwar tapfer, aber das dürfen wir jetzt ja nicht nochmal machen, offenbar. Ich weiß auch nicht, warum das mehrfach feuert, das Event. Ist ein bisschen komisch. Aber okay. Sie wird wieder herumgeschubst. Und die gerade Ziffern heißt, wir reden darüber. Wir werden ruhig. Oder
gerade Zahl heißt, wie könnt ihr so jemanden behandeln, der göttliche Wahrheiten verkündet? Dann werden wir religiöser Eiferer. Ist eine gerade Zahl, eine 4. Also, behandelt man so jemanden, der göttliche Wahrheiten verkündet? Also, ich frage mich jetzt ja gerade, auch wenn das unsere Freundin ist, woher wissen wir denn, dass sie göttliche Wahrheiten verkündigt? Ist das in Zukunft vielleicht unser neuer Taltosch? Wird sie die Position einnehmen? Ist sie quasi jetzt schon, deutet sich das jetzt schon an hier als gerechte, arrogante, großzügige, sadistisch-herrische junge Dame? Tja, behandelt man so jemanden? Wir werden religiöser Eiferer. Eieiei, was für eine interessante Geschichte hier. So. So, ich denke, wir werden hier mal Temish auch besetzen. Wir nehmen unseren Champion Abel hier in die Armee rein. Was hat der? Vorteil in Ebenen und Ackerland. Das ist ja Ackerland, soweit ich weiß. Ja, genau, super. Und er geht, tja, in den Wald. Besser als was anderes, ne? Wir haben kaum noch gute Kämpfer hier. Ha, ja, da müssen wir eben damit auskommen mit den beiden. So, immerhin haben sie eine ordentliche Versorgung, wenn ich das richtig sehe. 100 und 100, ja, sehr gut. Das sieht doch ganz gut aus. Wir können natürlich gucken, ob wir hier einen Angriff starten mit beiden Armeen. Dann werden bestimmt alle anderen mit reinkommen. Aber wenn wir das gut timen, dann bekommen wir ihn hier rein, dann hat er 21. Ja, ist auch nicht viel, ne? Guck mal, der Gegner hat allein schon 19. Ladislau. Der ist halt schon gut, ne? Belagerer, ein Pionier. So, dann hat sich eine Fraktion aufgelöst. Dubravka auf den böhmischen Thron. Die Fraktion hier hat auch nur noch Milan als Mitglied. Die löst sich jetzt auch bald bestimmt auf. Oder wird zumindest völlig unbedeutend. Sehr, sehr gut. Das hat sich doch jetzt langsam stabilisiert. Und Svatopluk. Und ich hab's noch gesagt. Das ist für ihn eine Strafe, dass wir ihn in die Unabhängigkeit entlassen haben. Und kaum habe ich's angedeutet, Oberhäuptling Dobronjäger von Meißen hat ihn gefangen genommen, nachdem diese die Schlacht von Vogtland gewonnen hatte. Wir gucken uns das mal an. Ja, er hat den Krieg verloren. Die Eroberung vom Häuptlingstum Vogtland. Natürlich hat sie das sofort gemacht. Tja, bleibt er jetzt Herrscher? Wenn nicht, hat er auf jeden Fall nichts davon gehabt. Ich wusste es. Also, war die richtige Entscheidung, würde ich jetzt mal behaupten, dass wir das so gemacht haben. Denn das hat hier in Pannonien nichts verloren. Was ist denn hier schon wieder los, hier oben? Okay, Graf Pribina von Tekov greift Herzog Ruslav von Nitra an in einem Befreiungskrieg. Ah, ja, 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 die gehören zu ihm. Aber ja nicht die Jure, ne? Genau. Deswegen ist das hier so problematisch. Und Pribina befreit sich. Das finde ich wiederum gut. Da würde ich gern auch mitmachen, kann ich aber nicht. Kann ich Ruslav sagen, dass er kapitulieren soll? Ja, wir probieren das mal. Eventuell setzen wir jetzt wieder Prestige ein, aber ich will das zumindest versuchen. Falls das da ein bisschen beschleunigt werden kann, ist das für uns eigentlich gut. So, und dann würde ich sagen, wir... Ah, Verteidigung einer Furt. Hier ist ein Fluss. Das hatte ich nicht gesehen. Ja, hier ist ein Fluss überall. Das sieht man so schwer. Hat er sich gut aufgestellt, muss man ihm erlassen, ne? Da müssen wir mal kurz ein bisschen Verschiebebahnhof spielen. Nö, er will wieder nicht. Wir verlieren nochmal Prestige. Ein bisschen ärgerlich, aber andererseits, das merken wir uns. Wir werden abrechnen mit euch, wenn wir erwachsen sind, liebe Leute. Oh, wieder zusätzliche Steuern durch unsere Ratsverwalterin Prinzessin Camilla. Sehr, sehr gut. Also geldtechnisch sieht es jetzt angenehm aus. Das können wir lange halten.
Ja, wir marschieren einfach ein bisschen weiter hier. So, Oberhäuptling Dobronjäger hat den Krieg gewonnen. Verlierer ist Svatopluk. Tja, Svatopluk, wer lacht jetzt? Wer ist jetzt die titellose Lusche? Haha. Ja, das habe ich mir nämlich fast gedacht. Denn das hat sie jetzt entweder für sich selber eingenommen. Ja, hat sie auch. Und der alte Herrscher ist raus und wir haben kein Problem mehr mit ihm. Perfekt. Brauchen wir uns nicht mehr drum zu kümmern. So, ich würde sagen, wir legen die Truppen zusammen und greifen dann hier einfach an. Und wenn er dann meint, er muss angreifen, dann soll er das tun. Es sind allerdings Bogenschützen, das sind Herula. Irgendwelche Krieger. Wie heißen die? Die drei Champions? Warte mal. Germanos! Griechisch-orthodoxe Leute hier. Und hier, der hat aber auch ein paar Leute dabei mit Ladislau. Das ist aber... Und Khan Sartec selber ist hier drüben, der belagert. Ja, also das wird hier noch der leichteste Einstiegskampf, aber es wird trotzdem insgesamt schwer zu gewinnen sein. Aber wir probieren es aus. Wir probieren es aus. Wir haben 4789 Mann. Das ist unser bester Mann hier, auch wenn wir jetzt keinen Hügelvorteil bekommen. 21 gegen 13. Und da müssen wir mal gucken, liebe Leute, ne? Einen entscheidenden Sieg. Ja, aber wenn die reinkommen, haben die auch 3100, 4100. Ja, ungefähr genau die gleichen Truppen wie wir. Nur, dass unsere Eigenschaften und der Befehlshaber besser ist. Und wir eigentlich weniger Spezialtruppen haben. Ich bin mir nicht sicher, wie das ausgehen würde. Aber wir müssen es probieren, liebe Leute. Oh, sie fliehen. Sie haben Angst. Und jetzt kommen sie erst rein. Aber jetzt verteidigen wir die Furt, wenn sie später reinkommen. Perfekt. Und bis dahin können wir die andere Armee schon mal zusammenhauen. Sehr, sehr gut. Jetzt kommen die ersten rein, die zweiten rein. Aber wir sind überlegen. Das müsste klappen, wenn es hier nicht ganz mit dem Teufel zugeht. Und es sieht gut aus. Wird aber auch eine kostspielige Schlacht. Okay, es bleiben aber einige Gegner übrig. Immerhin, unser Ruhm ist weithin bekannt. Sehr schön, wir haben Prestige bekommen. 438 Ruhm insgesamt. 711 Verluste gegen 1463. Ist nicht so die Riesenschlacht gewesen, 11 Prozentpunkte. Aber schon mal ein guter Einstieg hier in die, in den Krieg. So, gucken wir mal an, was haben unsere Champions geschafft? Wir haben Oberhäuptling Pirvu erschlagen von Dänisch. Das ist aber ein anderer Dänisch hier. Das ist ein alter Dänisch. Dann haben wir Germanos verwundet von den Herulern. Ist das nicht eigentlich ein germanischer Stamm gewesen? Herula? Irgendwas sagt mir das. Dann haben wir Vetam verwundet und Batulia. Das heißt also, vier seiner Champions sind ausgefallen. Von 13. Das ist gut. Bei uns ist aber... Oh nein, Abel wurde verwundet. Nein! Was für ein Pech. Ausgerechnet Abel ist verwundet worden. Das ist natürlich wirklich Pech, ne? So, wir stellen uns so lange mal in Temesh und warten dort, ob der Gegner wiederkommt. Wir haben ja eigentlich keine Eile so wirklich. Wo wir ihn doch schon einmal besiegt haben, müssen wir jetzt nicht hinterherziehen. Das würde vielleicht sogar zu knapp ausgehen, meiner Meinung nach. So, was ist hier oben los? Few Champions. Warum in Englisch? Ich weiß es nicht. Ja, wir könnten einen weiteren Champion nehmen. Haben wir vielleicht gerade einen Gast? Nee, einen Intrigant hätten wir, aber leider keinen Kämpfer gerade vor Ort. Ein paar Bulgaren. Gehören die alle zusammen? Nee, das sind irgendwie getrennte Leute. Eine Tochter mit einem Anspruch auf ein Herzogtum. Eieiei, alle möglichen Geschichten hier.
Also wäre unser Dennis jetzt irgendwie ehrgeizig, dann würde ich sagen, ja, das könnte, Verzeihung, das könnte für ihn relevant sein. Aber das deutet sich bislang noch nicht an. Von daher würde ich sagen, nee, lassen wir mal. Und dann gibt es hier noch ein junges Kind, Kongarol Koritumet. Ein Konkubinenkind. Ja, da weiß man ja noch gar nicht, woran man ist, ne? Andererseits vielleicht ein weiterer Spielgefährte für Dennis. Ist ein bisschen jünger als er, aber damit es nicht so einsam ist am Hof, machen wir das mal. Holen wir ihn mal zu uns. Genau. So. Und hier warten wir jetzt, beziehungsweise wir legen mal unseren Sammelpunkt hier hin. Nach Temesh. Und werden hier einfach mal alles ausheben, dass wir unsere nachgezogenen Truppen hier reinbringen. 5100 Mann sind knapp unter der Versorgungsschwelle. Das ist super. Okay, Nachbarschaftskrieg entschieden. König Magnus hat gegen Oberhäuptling Uniedrog einen Krieg gewonnen. Niederschlesische Eroberung von Grafschaft von Primkenau. Also er hat verloren. Aber was hat er genau verloren? Das Gebiet hier wahrscheinlich, ne? Okay, was immer er da oben will, der Bayer, der Magnus. Bei uns hat er jetzt ja Gebiet freiwillig abgegeben und hier, da ist er jetzt auf einmal so hardcore drauf. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. So, und diese Kriegsgeschichte zieht sich weiterhin. Die sind jetzt bei 75%, kontrollieren Kriegsziel, besetzter feindlicher Hauptsitz, gewonnene Schlachten und besetzte Grafschaften. Die Armee von Baksh wird auch gerade, ist gerade auf der Flucht. So, und diese Geschichte hier, das ist das. Da ist ja noch Ponislava dabei, die wird jetzt auch schön abgelost. So, und er findet uns ja eigentlich ganz nett hier, Pribina. Und er hat fast gegen Ruslav gewonnen. Das gefällt mir gut. Hätten wir quasi direkt einen Verbündeten hier. Ja, ja, das gefällt mir ganz gut. Jetzt so die Frage, was macht jetzt hier der Gegner und kommt er nochmal wieder? Weil ich will jetzt hier meine Truppen auch nicht sinnlos herschenken. Andererseits machen wir halt ordentlich Minus auf Dauer. Ja, sind gerade bei Targowishte. Oder kommen dort an. Wahrscheinlich wollen sie jetzt östlich ziehen, um hier hochzugehen. Ich denke, wir halbieren nochmal die ganze Truppe hier. Weil hier die Versorgungsgrenzen relativ schmal sind. Ja, eigentlich müssen wir versuchen, Fogaras und Shashkesht einzunehmen hier. Probieren wir das mal aus, ob wir das hinkriegen. Ob wir die Gegner hier abfangen können oder ob wir sogar, ja, eventuell weiter vorher schon Stopp machen müssen. Ja, das wird hier zur Schlacht kommen, ne? Andererseits haben wir hier die Verteidigung angeblich. Nee, haben wir jetzt nicht mehr. Doch, haben wir schon, weil wir ja die Verteidiger sind. Dann müsste ich aber mit denen hier auch reinziehen, sonst ist das alles zu knapp. Mal sehen, ob der Gegner sich hier wieder reinlocken lässt mit der anderen Armee. Burzenland wird auch belagert. Ja, die werden sich reinlocken lassen, aber sie werden vorher wieder richtig zusammengehauen. Hier haben wir Abel. Abel ist doch verwundet, oder nicht? Nö, ist nicht mehr verwundet. Es ist schon wieder geheilt. Wie schnell ging das denn bitte? Ja, aber das sind die Besten. Alle anderen sind wesentlich schwächere Feldherren. Das ist natürlich echt... Wow, ist das mies. Was für Luschen. Naja, auch mit den Luschen muss es wohl gehen. So, jetzt gibt es hier wieder Verschiebebahnhof.
Gegner ist sich nicht sicher, was er machen muss und kriegt jetzt von uns voll dafür aufs Maul. Das ist schön, denn damit werden wir gewinnen, obwohl wir hier Vorteil zugunsten des Feindes haben, aber wir sind halt super überlegen. Und die andere Armee kommt dem eigenen Khan nicht mal zu Hilfe. Was ist das denn für ein ehrloses Verhalten? Damit haben wir die Schlacht von Forgaras mit minimalen Verlusten gewonnen. So, sind wieder irgendwelche Champions genippelt hier? Ne, der Gegner hat noch einen Verwundeten, Häuptling Bajan. Ja, wie lange die jetzt dabei bleiben bei so einem Krieg hier, weiß ich auch nicht. Aber ich bin allmählich der Meinung, wenn die uns hier so blöde kommen wollen, dass wir versuchen werden, denen hier Land zu nehmen. Dass wir hier was erobern. Dass wir den Krieg in deren Land reintragen. Ich glaube, das macht schon Sinn. Wo marschieren die jetzt eigentlich hin? Ach, hier unten, ne? 3000 Mann noch. Ist noch eine Menge. Da müssen wir trotzdem noch vorsichtig sein. Aber ich würde behaupten, wir sollten belagern gehen. Ja, das dürfte jetzt klappen ohne eine Schlacht. Probieren wir es mal. Denn ansonsten kommen wir nie auf den Kriegsstand. Ich will schon die Forderung hier erzwingen gegen ihn. Also die Tatsache, dass der jetzt zum zweiten Mal uns schon angreift. Er hat natürlich noch den Verbündeten, ne? Ah, stimmt, das spricht eigentlich dagegen. Ja, der kommt auch schon da oben, seht ihr? Hat natürlich auch schon eine Unterversorgung. Und der kann von uns eventuell abgeblockt werden, wenn wir es gut machen. Ja, warte mal. Ah, das führt zu Verlusten. Tja, eventuell müssen wir wohl doch neutralen weißen Frieden wieder machen. Das wird er noch nicht mal annehmen. Wow. Ja, dann müssen wir uns mit der Armee doch noch beschäftigen hier. Das ist jetzt unangenehm. Also so viele Truppen haben wir jetzt ja nun auch nicht. Die Belagerung hier wird auch sehr lange dauern, obwohl es geht eigentlich. Oh Gott, die dauert wesentlich länger. 1,5, 1,1 und trotzdem so ein Unterschied. So, Boris hat einen Krieg gewonnen. Der Verlierer Dobroslav von Halic. Eroberung von Lviv. Transkarpatien hat sich nochmal vergrößert. Meine Güte. Der ehrgeizige Mann hier mit dem einen Bein, mit dem Holzbein, ist hier wohl noch erfolgreich. So, wie sieht's denn hier jetzt aus? Fast bei 100%. Endlich ist die Geschichte hier bald mal vorbei. Da wird auch Zeit. So, wo ist der Typ hin? Der muss eigentlich hier vorbeilaufen, wenn er sich mit der anderen Armee vereinigen möchte. Darauf hoffe ich ja so ein bisschen. Ja, er kommt. Der kommt und er ist unterversorgt. Ja. Das wäre schon ganz gut, wenn wir ihn da abfangen könnten irgendwo. Dann hat sich das wahrscheinlich mit den Belagerungen allerdings erledigt. Weil dann unsere Versorgung irgendwann hier ein gewaltiges Problem wird bei minus 10 pro Monat. Na gut, aber so ist das hier eben in diesem schwierigen Karpatengebiet. Also er zieht jetzt erstmal hier hin. Wenn der hier reinziehen würde, lasst uns doch mal hier reingehen. Ach, das geht wieder nicht, dann kriegen wir doofe Verluste. Ah, dann bleib mal da. Ja, da müssen wir eben die Armee nachziehen. Dann ist sie eben halt später da und es wird eng. Ich kann es auch nicht ändern. König Kaljuwald ist jetzt auch nicht der Riesenfeldherr mit 15. Das würde ich in Kauf nehmen. Leider haben wir hier keinen Forstkämpfer mehr. Alles sehr, sehr schade. Könnte natürlich auch noch einen Glaubensfeind als Häuptling Ogier nehmen, aber zudem haben wir auch kein großes Vertrauen. Ach, ich weiß nicht. Irgendwie.
Und er selbst ist halt katholisch, ne? Ich weiß nicht, ob da der Vorteil... Na, ein Apat kann halt überhaupt nicht kämpfen, der ist so luschig. Wir gucken mal, ob OJ hier eine Hilfe ist. Ich weiß es nicht. 3 Monate, 8 Monate. So, was ist hier? Wird überfallen von Häuptling Havel. Da können wir natürlich jetzt gar nichts machen da oben. Das müssen wir geschehen lassen. So, wo läuft der hin? Da rein. Jetzt zählt es, liebe Leute. Wir müssten da rein. Allerdings erst, wenn die Bewegung gesperrt wäre. Warum wird hier keine Schlacht angezeigt? Das ist ja auch ein bisschen kurios. Ach, weil wir erstmal hier rein müssen. Das heißt, hier können wir auch schon mal nachziehen. Oh, jetzt wird's interessant. Er ist übrigens schon unterversorgt bei 28. Oh Gott, brauchen wir lange hier. Wir kommen nicht an? Wir sind ernsthaft zu spät. 12 Tage, 16 Tage. Oh Gott, das ist ja lächerlich. Ja, ich glaube, wir müssen das jetzt so machen. Wir müssen die Männerverluste in Kauf nehmen, sonst kriegen wir den nie abgefangen hier. Das wird so schon schwer, weil der ist irgendwie schnell. Der muss irgendeinen Trade haben, dass der schneller laufen kann. Also dieses komische Organisator-Trade. Ne, er ist Pionier und Plünderer. Intrigant und Folterer, meine Güte, was für ein schlimmer Mann ist das denn eigentlich? Der ist krank. Ja. Und ob. So, dafür belagert er jetzt Temish natürlich. Der miese Pöppel, der nutzt die Situation gleich aus. Das wird er aber nicht schaffen. Bis dahin bin ich da. Aber wir holen ihm vorher noch seine Partnerarmee hier weg. Eieiei, Verteidigung einer Furt. Wird knapp, aber das müssen wir versuchen. Das wird aber sehr verlustreich werden. Ja, es ist halt mit den mehreren Armeen, ist es jetzt doof. Aber egal, wir müssen es probieren, das hilft nichts. Wir müssen diese Armee ausschalten, bevor sie sich mit den anderen verbinden. Plus 3, minus 1. Sieht überhaupt nicht gut aus, macht zu! Oh Gott, hat das viel zu lange gedauert. Viel zu hohe Verluste erlitten. Jetzt wird der Folgekrieg, der weitere Kriegsverlauf schwierig. Können wir vom Glück reden, dass wir dem Gegner wenigstens ein bisschen was jetzt weggenommen haben. Aber, tja, wenn die jetzt Temish erobert haben, dann wird's hart, ne? Also wir können jetzt erstmal nur hier hingehen und uns erholen. Aber mehr können wir erstmal nicht machen. Uff, liebe Leute, 500 zu 908, das ist nicht so sonderlich gut gewesen. Immerhin den Gegner erstmal besiegt, aber die Verluste waren doch jetzt schon signifikant. Nur noch 4400 Mann. Und der belagert das hier super schnell durch, weil das irgendwie so schwach ausgebaut ist, das Gebiet. Boah, was für eine Lappenfestung ist das denn hier? Da ist gar nichts drin in Temish. Deswegen hat er sich das auch ausgesucht. Na gut, sei es drum. Liebe Leute, das war's erstmal für diese Folge. Wir werden weiter den Krieg streiten. Ich will dieses Mal wirklich, also Weißer Frieden würde er inzwischen annehmen. Aber ich will jetzt die Forderung erzwingen, weil der Gegner ist auch schon da. Und wenn er meint, er muss das probieren, dann soll er halt weiter ins Gesicht bekommen, bis er es kapiert. Wir verlieren auch gerade kaum noch Geld, also das würde ich machen. Für mehr Prestige wäre sehr, sehr wichtig für unsere zukünftige Herrschaft. 12 Jahre ist Dennis jetzt alt. Und ich würde sagen, wir machen das so. Wir werden diesen Krieg weiterführen bis zum bitteren Ende. Immerhin hat dieser Krieg jetzt hier ein Ende. Prinz Burisch ist jetzt hier ein treuherziger Vasall immerhin. Das ist doch gut. Ja, der kann uns einigermaßen leiden. Das ist ganz in Ordnung. Leider können wir mit ihm ja kein Bündnis aushandeln. Schade. Vasall verleihen geht auch nicht. So, hier oben mit Nitra. Was ist da passiert? Der Krieg ist auch vorbei. Hat Herzog Ruslav das etwa gewonnen? Moment mal. Waffenstillstand. Nee, wurde von Graf Pribina gewonnen. Hä?
Zum Anzeigen klicken. Ja, habe ich. Und dann passiert nichts. Was soll ich denn da anzeigen? Waffenstillstand. Das ist ja blöd. Nach Befreiungskrieg wurde von Graf Pribina gewonnen. Also hat doch Pribina gewonnen. Ich weiß gar nicht, was hat er denn da befreit? Hat er sich ein Gebiet geholt hier? Nee, oder? Oder was? Warte mal, Tekov? Doch! Ach, der hat sich selber Tekov geholt. Ach, das war das. Ich dachte, der wollte hier die Oberhoheit von Nitra abstreiten. Nein, der hat sich hier nur was geholt, damit er selber werden kann wahrscheinlich. Damit er selber auf das Herzogtum gehen kann, würde ich vermuten. Gegen den jungen Ruslav. Der uns ja so gar nicht mag, ne? Naja. Schauen wir mal. Ich verquatsche hier wieder das Folgenende. Verzeiht, aber es ist ja manchmal doch ganz spannend, was man hier noch so alles beobachten kann. Hier passiert ja unglaublich viel. Wir sehen uns und hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dahin. Euer Tastenhauer sagt ciao, ciao.